So, wir haben gerade nur im Chat diskutiert, also ich bin Tatsache 5 bis 6 Mal gestorben. Ich weiß nicht, ob ich das alles ohne dich geschafft hätte. Oh, Scheiße! Was zum Teufel war das? Bist du in eine Falle gelaufen? Eine was? Explosivfalle. Oh. Pass auf, wo du hintrittst. Okay, wir haben hier Klicker, wir haben hier Fallen, ich kann kotzen. Da drin scheint niemand zu sein. Da ist noch eine Falle. Oh, ich hasse dieses Geräusch, wenn ich weiß, die sehen mich so halb. Nicht Ü kommt. Ist auch noch eine volle Falle. Komm her. Hallo. Dina, schieß doch nicht. Okay. Also das war jetzt nicht so gewollt. Dina sollte nichts machen. Wir haben noch eine Sammelkarte hier. Echter Name Sophia Aucoin. Intelligenz 60, Muskelkraft 80, auch von der Society of Champions. Dieser Helden ist ein Leuchtfeuer in der dunkelsten Nacht. Ihr Spitzname rührt von den Flammen her, die aus ihren Händen und durch ihr Haar lodern. Ursprünglich stammt sie aus der vulkanischen Region Auvergne in Frankreich, wo sie in glühende Lava fiel, als sie ihren kleinen Bruder von Dr. Uckmanns Schergen beschützen wollte. Diese hielten sie für tot, doch sie entstieg dem Lavasee bei bester Gesundheit und kann seitdem Feuer als Waffe einsetzen, solange ihr nicht kalt wird. Wenn sie nicht für die Society of Champions arbeitet, jagt sie Dr. Uckmann, da sie glaubt, dass dieser ihren Bruder gefangen hält. Echt, mein Sterben? Animiert Leute dazu, nicht perfekt zu sein, weil andere Streamer so oft... Ist das so? Ich dachte, also ich gucke nur Streamer, die... Also wenn ich gucke ja wenig Streams, aber wenn, gucke ich eigentlich nur Streamer, die auch oft verlieren bei irgendwas oder oft sterben. Also keine Ahnung, ich kenne gar keine Streamer, die total gut sind und nicht sterben. Wenn ich ehrlich bin. Wir müssen so ein bisschen jetzt aufpassen auf die Stacheldrähte. Oder auf die Fallen sind das, ja. Schätze, wir müssen hier runter. Können wir hier runter? Sieht so aus, oder? Adam ist an Uncharted. Mir geht's gut. Na los. Total schön hier. Mein Hintern tut weh. Diese Lia. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wir wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Ja, und die Frage ist... Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen.
Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Die Frage ist, ob wir nur noch mal über Jackson zurück... Ich mag ob wir dahin da rückkommen oder nicht zurückkommen. Wer ja. Was wohl ist? Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Weißt du, sie hat was mit den Wurst zu tun? Ach, krass. Scheiße. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Nein. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Oh nein. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Wenn er überhaupt noch lebt. Ja, alles gut. Bitte. Okay, die geht hier rüber. Wieso ist diese Stadt so demoliert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Ich sehe keine Wolves. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Ist mega schön in der... Ich finde die Wildnis hier... Oh, hat die mich erschrocken. Mega schön gemacht. Wow. Mehr Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ich bitte erst dadurch. Ja, wir gucken hier nochmal kurz, ob hier was ist. Stopp! Stolperdraht. Ach, shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Das ist so aber krass, wie das Gebäude, wie zugewachsen das hier ist schon. Die anderen Gebäude waren ja noch okay, aber das hier scheint schon sehr, sehr lange unbewohnt zu sein. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Werkbank, aber wir haben keine mehr gefunden nach eben. Keine Schrauben mehr. Wir finden überhaupt gerade insgesamt ein bisschen weniger Loot, habe ich das Gefühl. Rebecca, inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann einfach nicht fassen, dass du dich mit diesem verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einen meiner Nachbarn getötet. Sie zerrten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor meinem eigenen Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Damals habe ich ihn dabei erwischt, wie er eine Zeitschrift aus meinem Laden klauen wollte. Ich war der Erste, bei der er sich geoutet hat. Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen, bevor er starb. Ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf. Möge der Strom ruhig sein, mögen sie mich heimführen. Ich werde erstmal zur Hütte gehen und überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich hoffe, du kommst wieder zu Verstand und triffst dich dort mit mir, Fran. Wir haben gelernt, dass wir auch die Sachen looten können. Nicht in den Stolperdraht. Okay, und es geht weiter. Stabile Barrikade. Okay, was machen wir jetzt? Tja, also nicht da lang. Dann müssen wir doch hier lang.
Sie haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Okay, hier können wir rein. Infizierte dürften wir hier eigentlich nicht haben. Puh. Bahaweza, 80 Intelligenz, 100 Muskelkraft, keine Zugehörigkeit. Der junge Bahaweza stand eine strahlende Karriere als Wissenschaftlerin bevor. Aber ihre Arbeit als Assistentin von Dr. Uckmann endete in einer Katastrophe. Bei einem von Uckmanns eigenmächtigen Experimenten kam sie mit einer frühen, gefährlichen Form seiner kraftgebenden Rezeptur in Kontakt, die alle ihre Muskeln, sogar die in ihrem Gesicht, enorm anschwellen ließ. Ihre unglaubliche Kraft machte sie zu einer Gefahr für andere und sie wurde zu einer Ausgestoßenen. Jahrelang sann sie allein auf Rache, doch vor kurzem fand sie in der betagten, zerbrechlichen Naledi the Youthful eine Freundin und Verbündete. Ein erneuter Beweis dafür, dass Gegensätze sich anziehen. Wir hören ja auch nichts, ne? Okay, wir haben jetzt die Türen. Noch ein Zettel. Sieh zu, dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Stacys Telefonnummer genommen. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. 206 555 01. Wie war's mit hier ist kein Infizierter? Wir können hier übrigens den Lauschmodus jetzt verbessern. Oh, 655501. Okay, eine 5 habe ich vergessen. Mir fehlen noch 2 Ziffern. Das habe ich mir auch gedacht, weil es sah erst auch so aus, als fehlt da was. Da waren die 2 Striche. Ah, 3 mal die 5, nee. Die letzten 6, ne? Also 550133. Warte mal, was war das jetzt? Also 3 mal die. Nee, 550133. So, 55. 01 und 33. Oh Mann. Gut. Ein bisschen Munition ist ganz gut. Können wir hier noch was ausrüsten? Nee, gerade nicht. Wir können das mal machen, dass wir hier ein bisschen Platz wieder im Inventar haben. Dann können wir die Flaschen noch mitnehmen.
Oh. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich wollte gerade noch zurückgehen. Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Weiß jetzt nur, wo wir lang müssen. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber es macht irgendwie Spaß. Es tut mir leid, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß.